Ja, hallo, erstmal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Wir sind immer noch dabei, die Höhle hier, die alte Mine zu durchqueren. Basislager, schön, können wir Vorteilspunkte verteilen. Nachdem wir auch in der letzten Folge, glaube ich, dreimal gestorben sind, ne? Bei dieser Bohrmaschine. Oder Tunnelbohrmaschine. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Griechisch haben wir bald die Stufe 5 erreicht. So, jetzt bevor wir weitergehen, Basislager. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? So, okay. Was haben wir hier beim... Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separate Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Das Ziel mit vollständig gespannten Bogen bleibt erheblich länger stabil. Okay. Ein Kopfdreieranzeiger erscheint im Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von Ihrer Quelle sammeln können. Und Überlebenskunst. Erhöhen Sie die Menge der künstlichen Herstellungsmittel, die Sie von Ihrer Quelle sammeln. Schauen wir mal hier, Überlebende. Und listenreiche Kämpfe, fahren die durch. Bomben und aus feindlichen Funkeln, Anhörungsmini her. Müssen das ja erstmal als. Guck mal, jetzt kommen wir auch hier hin. Brandbomben. Stellen Sie ausgefunden und bei gefallenen Feinden erbauten Funkgeräten und. Annäherungsmine her. Ein geworfene Funk-Annäherungsmine lockt Feinde in der Nähe an und explodiert, sobald die sich nähern. Das ist schön. Und jetzt hat sich hier endlich mal die Stufe 3 freigeschaltet. Intuitiv, ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolithe und Truhen in der Nähe sogar durch solide Mauern hindurch. Krypteeingänge werden auf der Karte dargestellt. Das ist gut. Todeswolkenpfeile erhöhen die Größe und Dauer Gift, die durch die Giftpfeile erzeugt werden. Erstmal dann. Gut. Das wäre erstmal. Titte. Inventar. Upgrades verfügbar. Hier bei den Taschen. Ah, hier, guck. Abenteuerköche. Große. Fellgefütterter Köcher, der die Tragkapazität für alle Pfeiltypen beträchtlich erhöht. Und das ist Pistolenmunitionsbeutel. Wird erhöht und Gewehrmunitionsbeutel. Dann also Schrotflinte, ne? Machen wir erstmal das. So. Und dann haben wir noch Waffen. Bögen, Pistolen. Ich glaube, das gehört immer für alle. Pistolenschalter. Und, ja, das haben wir ja schon. Geht, glaube ich, für alle Waffen, ne? Den Schalter, genau. So hieß es ja. Der hat schön Schaden. Was haben wir jetzt aktuell? Ist der, ne? Oder? Rückstoßstabilität. Eine kleine MP oder was? Gut. Wir nehmen mal den. Mal testen. Und Waffen-Upgrade. A wie ansehen. Ah, hier, guck. Mündungsbremse. Stabilität. Na klar, komm, machen wir mal.
damit war es das. Positionslauf, erhöht den Schaden, Schussfrequenz, passt mehr in Magazin. Ich glaube, wenn wir jetzt eins machen, gehen die anderen hier nicht mehr. Nee. Wir machen erstmal Magazin, ne? Gut. Können wir hier noch was machen? Nö. Der war eh nichts frei. Was braucht er denn? Dein Fertigungswerkzeug. Achso. Griff mit Schlaufe. Die meisten Griffe erlaubt annähernd zu folgendes Aufstellen von Türen. Und Truhen. Okay, da brauchen wir Materialien. Pionier? Wie sieht der Pionier aus? Jungpionier. Heldenhafter Forscher? Ja, na klar, ne? Mal gucken. Ist das nicht alles ein bisschen zu kalt? Ja, guck mal, sie fängt ja auch zu frieren, oder was? Arktis-Outfit. Antarktis. Wackel nicht so. Nostalgische Leere. Aufgebot erhöhter Radius für explosive Pfeile. Ach, hier gibt es ja auch noch einen Bonus für manche Sachen. Erhöhter Nahkampfschaden. Okay. Hier gibt es keinen Bonus. Hier auch nicht. 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 Hier auch. Doch, doch. Erhöht die Tragkapazität für jegliche Spezialmunition. Das Abenteuern, Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Ach, hier haben wir noch einen. So, gut. Auf mit. Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht. Okay. Jeglicher Schaden durch die Raubtier wird gesenkt, gewährt die Chance auf eine exotische Tierressource von einem gewöhnlichen Tier zu erbeuten und reduziert Schaden durch kriegisches Feuer. Das Abenteuer von das Abfeuern von Pfeilen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Wie sieht denn das aus? Oh, Kämpfe. Ja, komm, das nehmen wir mal. Dann werden wir hier mal auch wieder mit durch. Hat zwar jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber die Zeit nehmen wir uns halt, ne? Wollen ja nicht ganz unbedarft aufgewärmt sind wir. Weiter geht's. Diese Ruinen sind unglaublich. Echt mal. Du brechen sie die Tür. Die da. Aha. Mal gucken. Was ist das hier unten gewesen? Da? Naja, gut. Oh, oh. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Halten Rauchgranaten. Ach so, Rauchgranaten. Okay. Bringt uns dann das was, wenn wir jetzt Rauchgranaten nehmen? Weil dann nämlich B ablegen. Gut. Da ist noch eine, ne? Auf der rechten Seite. Huh. Nehmen wir einen Lautlos-Kill hin. Randschleichen und dann... Mal gucken. Eindringling! Hey! Oh, 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 oh.
Oh! Aua! Tut mir weh! Bin hier! Nein, lass es mir lieber sein. Oh. Ja, ich meine, das mit dem Anschleichen war wohl nicht so gut gelaufen. War vielleicht nicht gut gelaufen. Ist nicht gut gelaufen, so muss ich ja sagen. Ne? Komm. So, erstmal alle plündern, ne? Wie gehabt. War noch eine. So. Roter Kanister, ja, da hätten wir ja auch hier, ne? Oh, hier, komm. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Ja, ja. Gut, gut, gut. Da ist auch noch was. Was ist das? Warum ist das rot? Ach, ist er beim Zinkanister. Oh. Boing. Ist hier noch was? Was wir zerstören müssen? Gut. Da oben kommen wir da irgendwie hoch. Schauen. Blub. Wenn hier so viele Flaschen und Kanister stehen, es bedeutet, dass nichts Gutes. Gehe ich mal davon aus. Komm, hier ist noch eine Kiste. Holz ist voll. Gut. Da drüben ist auch noch was. Werkzeugschau, neue Waffen, offene Dränge für alle Waffen frei. Verbessern Sie die Waffen im Basislager. Okay. Warum hat sie ihn gerade nach da geschaut? Wegen dem Holz, ne? So, da oben lag noch was. Kommen wir da irgendwie hoch von hier aus? Müssen bestimmt wieder bei der Impact mit der Maschine machen. Ich glaube nicht, dass wir hier hochklettern können. Nö, nö, nö. Sieht nicht so aus. Na, gut.
Gehen wir mal gucken. Alter Falter. Rüberklettern. Munition ist voll, okay. Aber hier. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Jo, das werden wir natürlich auch machen. Dit ist kaputt. Aber es führt ein Seil nach da, da müssen wir auch hin. Aber wie kommen wir... Da hätten die Schauen auf, deswegen... müssen wir hier wieder zurück, guck mal da. Über den Kran... So, weil wir hier runterfallen, gehen wir tot. Gehe ich mal davon aus. Umgestürzter Kran. Aber wir... Hier gibt es ein Seil rüber. Naja, gut. Könnte interessant werden. Nehmen wir mal eine Pistole an der Hand, ne? Voll. Voll. Gut. Muss mal gucken, Pfeile, bevor wir hier weiter. Ah, fehlen uns die Pilze. Ja, gut. Dann kann ich nur sagen, ja. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst, keine Meldungen darüber. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann, euer Terra. Bye, bye.